Willkommen, heute Pfälzerwald, 91% Single Trails auf 40 Kilometer. Herr Geit hat wieder geplant, Herr Geit ist dabei. Ich habe gestern noch, nachdem ja hier meine Speichen weggeflogen sind bei dem Guy Newman Laufrad, meine zweite DT Swiss Felge wieder reanimiert, Reifen rumgezogen, Tubeless Action, richtig geil. Weil auf Kuschko umbauen hatte ich noch keine Lust, das werde ich nächste Woche tun. Das heißt, Fahrrad ist heute ein Tick leichter, kommt vielleicht ganz gut, weil 1300 Höhenmeter auf nur Single Trails wird anspruchsvoll. Der Specialized hat jetzt auch seine Trailhunter-Gabel von Anyrace, da sind wir heute auch mal gespannt, für ihn so anfühlt. Ich glaube, die wollen los, ich muss mich beeilen. Wir sind am Anfang der Strecke, möchten Sie wirklich beginnen? Ja. Ja, ich glaube, zu der Tour heute gibt es noch nicht viel zu sagen. Pfälzerwald, Trails, Trails, Trails. Und weil Warmfahren überbewertet ist, fahren wir uns direkt im Anstieg warm. Herr Geit ist wieder dabei. Genau. Also ich habe die Route nicht drauf. Macht nichts, ich hab's im Kopf. Ohne noch ein paar. Geht schon direkt los hier. Warum rutschst du so? Keine Ahnung. Ich hab gerade überhaupt nichts drauf. Alter, weiter hoch. Ja, Achtung, da ist die Piste. Ich liebe deine Touren, ohne einzufahren. Ach, wir haben doch schon 900 Meter Strecke gemacht und schon über 110 Höhenmeter. Entspanntes Einrollen. Da wären wir dann auch ohne einfahren gewesen. Weil die nächsten Kilometer sind Erholung. Erwartungshaltung ist das Stichwort. Erwartungshaltung. Man erwartet einen entspannten Trail, weil einem das so gesagt wurde, dass es jetzt entspannt wird. Und was bekommt man? Was Ruppiges. Entspannter Trail. Witziges Fazit. Reagiert butterweich. Also diese harten... Diese harte Geschichte ist nicht. Das war doch schon mal ein schöner Anfang, hoch wie runter. Ja. Ach. Hast einen Unterschied gemerkt, das ist gut. Ja. Endlich mal wieder Uphill. Mr. Dreck vor mir hat auf das Kiox-Display umgebaut. Da sieht man nämlich jetzt die Prozentanzeigen vom Akku. Können wir auch das Akkuspiel machen? Wie viel Akku hast du noch? Endlich. Auch eine gute Antwort. Immerhin haben wir schon 10% der Gesamthöhenmeter. Und ich habe jetzt 7% Akku weg, das passt. Wie findest du eigentlich diese ganzen Wege hier? Ah, wir hatten mal ein Video gemacht, wie du das mal findest. Ging auch, glaube ich, nur 45 Minuten. Hey, Trailmaster MC hat sich verfahren. Also ich habe die Route nicht drauf. Macht nichts, ich hab's im Kopf. Ohne noch ein paar. Weil da wollen wir nicht hochfahren. Ich hätte da unten auf dem Weg bleiben wollen. Ich wusste, aus den 1300 werden heute 1500. Ey, aber das erhöht den Trailmeteranteil. Das erhöht den Trailmeteranteil. Wieder entspannter S0 hoch, oder? Ja, S0 plus. Alles rollbar. Das ist schön hier, das ist ja wie Urlaub, oder? Ja. Warte, nochmal. Na, wenigstens fahren wir das Ding nicht am Ende. Wie
Ich weiß nur, wir sind noch mal am Ende gefahren und ich konnte nicht mehr. Mein Akku war leer. Ich musste auf Eco fahren und fährst das Ding hier hoch. Das war nicht der beste Weg. Ah. Nur noch 1000 Höhenmeter. Aber ein Balken ist schon weg bei 380 Höhenmeter. Ich habe noch 82%. Ein Bike-Akku oder ein Balken? Ein Bike-Akku. Aus meinem, das willst du nicht wissen. Ich bin noch nicht mal 82% losgefahren. Was ist hier los? Nichts. Wäre nur knifflig, wenn es nass wäre. Höhenmeter, 26,9 Grad. Geht doch. Warum sind eigentlich die Biobiker hier so unfreundlich? Warum grüßen die nicht? Weil du im Weg stehst. Es ist wirklich anders. Es ist wirklich anders. Scheiße, ja. Downhill war wieder anstrengender wie der Uphill. Warum eigentlich das Ganze? Naja, der Pfälzerwald bietet seine extreme Traildichte. Und da bietet sich so eine lustige Runde halt an, um zu versuchen, maximalen Single-Trail-Anteil an einer, ja, jetzt wie hier, 40 Kilometer Runde zu erstellen und es dann einfach abzufahren. Und ja, es ist anstrengend, aber es glaubt ja wieder keiner, weil wir ja E-Mofas fahren. Aber das Wichtigere ist ja, dass man Spaß dabei hat und das haben wir. Und wir sind auch heute nur eine kleinere Gruppe, damit wir halt schneller durchkommen. Weil laut Wetterbericht sollte es nachmittags noch gut regnen und Gewitter aufziehen. Man könnte jetzt auch geradeaus fahren. Aber du hast keinen Trail, oder? Aber da hätte man ja weniger Trailmeter. Rechts? Yeah, rechts. Hast du gesehen, wie es geht? Ah! Hast du gesehen, wie es nicht geht? Hoi, mein lieber Scholli. Es ist anstrengend. Du hast es geschafft da hoch. Ja, ich habe mich auch gewundert. Das Traurige ist, wir haben noch nicht mal die Hälfte an Kilometern. Aber schon die Hälfte an Höhenmetern, oder? Ja, Hälfte an Höhenmetern haben wir. Nee, fahren wir mal hier runter. Runter ist ja schön. Thank you.
Ja, irgendwie links. Irgendwie links, da hoch. Und so schrauben wir uns Meter für Meter auf den Trails entlang, führen noch extrem wichtige Gespräche und fahren dabei Fahrrad. Nein, E-Mofa. Nein, E-Mountainbike. Nein, doch E-Mofa. Ich habe jetzt genau 50% Akku. Glaubt wieder eh keiner, dass das so anstrengend ist. Dann kommen wieder die Kommentare. Ja, mit E-Mofas kann das ja jeder. Und ist ja auch null anstrengend. Kommentiert das ruhig und vergesst nicht zu abonnieren, damit wir noch mehr E-Mofas-Touren machen können. Herr Dreck, ja, hier. Bei deiner Gabel ist mir aufgefallen, ja, du hast noch sehr viel Federweg übrig. Und zwar heute schon ein bisschen ruppiger. Entweder passt dein Luftdruck nicht oder wir sollten vielleicht mal ein paar Tokens rausnehmen. Ja, das wollte ich mal machen. Wieder spontaner Richtungswechsel. Ja, ist mir auch plötzlich durch den Kopf gegangen. Ah, endlich kommt das Tragestück. Boah. Wir fahren jetzt 400 Meter gleich ab und dann 300 hoch. Kommen endlich mal die wichtigen Themen hier bei dieser Tour. Kommst du da drauf? Hoppala. Einen kleinen Schuss. Was so viel Wind. Wie gefällt dir die Tour bisher mit deiner neuen Gabel? Sehr schön. War die richtige Entscheidung. Ja. Man muss sich auch ganz schön überzeugen dafür. Ja. Schönes Foto. Astrein. Geiles Foto. Das solltest du dir ausdrücken, an die Wand hängen ins Hammer. Wohnzimmer. Ich finde auf keinen Fall komplett auf hier auf Hasas zu stehen. Kein Wunder, dass deswegen Rockshock Setup Guide oder was? Ja, und deswegen nutzt doch den Federweg wahrscheinlich nicht, weil einfach die Gabel so schnell gegenarbeitet und wieder rauskommt. Es muss die ganze Zeit so nur springen vorne bei dir vom Gefühl her. Ja, vier Klicks. Vier Klicks werden von der langsamsten Position vorgenommen. Pro Klassen wir. Gut. 10, machen wir Mitte. Und hinten. Alex spielt jetzt zwischen den Beinen ein bisschen rum und schon funktioniert das Fahrwerk. Okay. Ja. Müsst jetzt langsam mal rausfedern. Müsstest du eigentlich schon deutlich merken. Ja. Ja, und fahr jetzt mal so. Hinten habe ich es auch langsamer gedreht, damit es harmonisch ist. Wahnsinn, Wahnsinn. Sein Rebound war komplett auf offener Stellung, also auf der komplett schnelleren Ausfederrate. Und somit ist der, keine Ahnung, wie viel tausende Kilometer gefahren. Das kann doch gar nicht funktionieren. Und dann tun doch die Arme einem weh, weil immer das Fahrwerk gegenarbeitet und einen nach oben rausdrückt. Naja, er ist halt ein harter Kerl, dem macht sowas nichts aus. Und Herr Fahrwerksexperte da hinten. Krass. Besser? Ja, Hammer. Schnell da vorne, kennt das glaube ich. So muss das. So geht's auch weiter. Scheinst den Trail zu kennen. Den sind wir einmal zusammen hoch. Hoch? Den sind wir einmal zusammen hoch. Und letztens bin ich das erste Mal runter. Ich habe hier echt gar keine Erinnerung mehr, dass wir hier schon mal waren. Vor allem nicht, dass wir hier hochgefahren sind. Was für mich eigentlich echt selten ist. Normalerweise habe ich eine echt gute Erinnerung, was so was angeht. Wo wir schon mal waren, was wir schon gefahren sind.
Ah, der Spaß ist noch nicht zu Ende, es bleibt so. Der Kuschkor, viel angenehmer. Ich will wieder Kuschkor, das fährt sich viel besser. Oh. Warum sehe ich keinen Trail in den nächsten 5 Metern? Können wir uns mal 60 Meter erholen. Ich glaube, es regnet, oder? Alter, ich fahre hier einfach nur nach. Ich sehe gar nichts. Abstand halten. Nur noch 30%. 1120 Höhenmeter. Tja, reicht nicht, ja? Hast du ein Dreifach dabei? Nee, natürlich nicht. Hat mir ja keiner gesagt. Strom und Regen macht ja auch nichts. Ist gut oder schlecht, wenn es blinkt? Wobei hier leuchtet rot und der Akku lädt. Könnte klappen. Oh. Läuft bei dir? Ja, lädt. 58%, nichts abgebrannt. Sollte reichen für die letzten 200 Höhenmeter. Aber am Ende sind es dann wieder 300, 400 Höhenmeter extra. Endlich hat der lang ersehnte Regen eingesetzt. Jetzt staubt es auch nicht mehr so. Hat doch nur Vorteile. Und die Wurzeln sind ja auch null nass und ich habe auch null Angst vor nassen Wurzeln. Okay. Ich glaube, die Wurzel war rutschig. Ja, es fängt an schmierig zu werden. Ich hätte noch eine kleine Ausrede. Ich habe hinten über 2 Bar Luftdruck drauf, weil ich keinen Kuschkor drin habe. Ich merke wieder, wie ich Schiss bekomme von diesen wollte ich nach dem Gut sein.
Ich habe keinen Videofilter drüber gelegt. Das ist die leicht erhöhte Luftfeuchtigkeit von diesem netten Sommerregen hier. Nee, alles nass durch Laub. Okay. Was der Geist ist so schnell. Wo ist der? Da habe ich selbst nicht mehr an die Spitzkehren gedacht. Boah. Anstrengend. Aber glaubt ja nie einer. Die Bike fahren ist ja. Mit da runter gemusst? Ja. Also ich habe die Route nicht drauf. Macht nichts, ich hab's im Kopf. Ohne noch ein paar. Endlich mal wieder Uphill. Ja, nach jedem fucking Downhill kommt ein geiler Uphill. War eine gute Idee mit Nachladen. Nach der Pause jetzt hätte ich nicht weiterfahren können mit Eco. Nee. Ah, hier kommen so blaue Sprüche. Gerechtigkeit. Demut. Geduld. Bescheidenheit. Ja, das sind ja alles unsere Kurven drin, oder? Wenn wir so bescheiden sind, fahren wir heute nur 91% Single Trails. Oh, Pflichterfüllung. Barmherzigkeit. Okay. Uah. Ich denke die ganze Zeit. Da haben wir geparkt. Da haben wir geparkt. Ich denke die ganze Zeit. Uah. Lass doch mal einen Forstweg kommen. Lass doch mal einen Forstweg kommen. Nee, den kriegst du leider erst 2 Meter vom Auto, den Forstweg. Ist doch gut. So, hätte ich nicht nachgeladen, wäre mein Akku jetzt leer. Ja, genau. Deswegen haben wir nachgeladen. Würde mir genauso gehen. Wir haben auch erst 1449 Höhenmeter auf meinem Tacho. Was ist jetzt die Ansage? Laufen lassen, okay. Hindernisse, die kommen, überfliegen. Okay. Alles kein Thema. Abstand lassen, ey. Mal sehen, worüber ich fahre.
Oh Gott, Paddel. Die Luide finde ich. Und wir sind am Ausgangspunkt. Geile Tour. Auch anspruchsvoll. Also über die Länge, die Trailmeter. Einfach viel zu lang alles. Ich bin einfach nur fertig. Jetzt noch Auto fahren. Gar keinen Bock. Bis zur nächsten Tour.